Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu, ja, keinem The Platinum Let's Play zu sehen. Let's Test soll es ursprünglich werden, aber dann wurde es doch zu einem Let's Review, The Platinum Review. Ha, neuer Titel erfunden. Das aber gefällt mir das. Ja, was ist das für ein Spiel? Es ist, ja, es geht um OMG Zombies. Und ja, es ist so ein kleines Indie-Game, was ich auf dem... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Indie-Game ist. So wie ich das verstanden habe, war es vorher ein PSP-Spiel, was dann irgendwie mega angekommen ist. Und ja, dann auf den PC übertragen worden ist. Kommt mir aber eher vor wie so ein kleines iPhone-Spiel. Ja, es geht halt um eine Zombie-Apokalypse, die sollte anders sein bei OMG Zombies. Ja. Und ja, die Story wird irgendwie kurz erklärt durch diese kleinen Comics, die am Anfang kommen, oder dieses kleine Comic, was am Anfang kommt. Ja, zuerst durch eine Ratte damit infiziert von irgendeinem fucking Tree. Dann ist eine Katze dadurch infiziert, weil sie eine Ratte futtert. Und dann, ja, wird ein Mensch damit infiziert. Ganz normal halt. Ja, so läuft das. Dann wird das ein bisschen nach draußen, blablabla. Ihr kennt das ja, ne? Dann fängt schon direkt an mit dem ersten Level. Erst habe ich gedacht, ist so ein Overhead-Shooter, wie zum Beispiel hier Halo, Spartan Ops oder ja auch andere. Es gibt ja so viele von diesen Dingern da oder der Dead Ops-Modus von Black Ops 1. Und nee, das nicht. Man ist eine fucking Maus, die in der Gegend rumfliegt und dieses fucking Fadenkreuz und schießt auf Zombies drauf. Wenn man dieser kleine Mann da hinten im Hintergrund ist, da vorne seht ihr ihn. Kettenreaktion. Einer nach dem anderen explodiert. Bam, 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 bam. Läuft. So läuft das. Ja, dann kann man seine kleine... Kriegt man seinen kleinen Money Booster. Wird noch erklärt, dass man nicht damit Upgrades kaufen kann. Ja, super. Danach der Map Screen. Ja, drei Maps am Anfang. Das erste hat man schon geschafft. Ja, hier bei mir von Silber. Ja, zwei neue. Geht schon direkt weiter. Aber erstmal Upgrades. Man kann upgraden viel, 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 viel. Und da sich der Loop jetzt ab sofort immer wiederholt, das was ihr die ganze Zeit hört, habe ich ein bisschen eigene Musik reingeschnitten. Also habe ich ein bisschen Musik reingeschnitten. Vielleicht hört sich das besser an. Deswegen ist nicht die ganz selbe eintönige Musik. Ja, da kommt Kettenreaktion, 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 nachdem man ein paar Zombies abgeknallt hat. Ja, 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 Zombies, Zombies. 30 mal dasselbe Level, was sich immer wieder wiederholt. Wie geht denn das? Warum immer dasselbe Level? Sind andere Gegner da? Ja, ich verstehe es. Und da. Oh mein Gott! Wall of Zombiness! Kettenreaktion, Kettenreaktion, Kettenreaktion. Oh mein Gott, it's the pool of Zombiness! Kettenreaktion, Geld. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Eigentlich immer dasselbe. Neues Upgrade gekauft. Ja. Kettenreaktion. Wieder neues Upgrade. So läuft das im Spiel bis jetzt. Deswegen war ich auch überlegen, ich zeige euch immer nur dasselbe, ne? Zeig ich euch mal. Oh mein Gott, it's the Wall of Zombiness! Mal kurz. Ist das eine Straße? Das ist jetzt noch schlimmer. Es ist die Straße of Zombiness! Naja. Kettenreaktion im Pool. Wieder mal. Ja, dann gibt's da zwischendurch diese coolen Cops, die finde ich eigentlich ganz witzig gemacht. Hier, wenn man auf die drauf schießt, dann schießen die selber und geben die selber nochmal einen Schuss ab und der trifft dann irgendwie und auch nicht. Und, ja, das ist immer ein Glücksspiel, kleines. Ein Level nach dem anderen freischalten, ein Level nach dem anderen. Wieder die nächste Kettenreaktion mit den explodierenden Fässern zwischendurch. Und hier sind wir dann schon nach dieser tollen Kettenreaktion am letzten Level. Naja, eins von den letzten Leveln, weil es gibt 10 oder so, 10 mal das Level da. Okay, ich hab's 5 mal gezockt. 5 verschiedene Stages und das war immer das Level hier. Also Beweis dafür, dass sich die Maps immer wieder wiederholen. Okay. Ja. Und nachdem man das irgendwann geschafft hat, kommt, das Comic hier. Das zeigt einfach nur, wie man in den Heli einsteigen will, gebissen wird, dann langsam stirbt und dann, ja, könnte ich dasselbe Level nochmal spielen mit ein paar anderen Leuten da drauf. Ja, zwischendurch kann man auch seine Farbe verändern, Livebar drüber machen, Farbe verändern. Richtig geil, so will ich das sehen.
Super. Was soll der Mist? Und ich hab nicht mal die Hälfte aller Level freigeschaltet. Ich hab ja auch, als ich die Aufnahme hier fertig gemacht habe, habe ich noch weiter gespielt. Ich hab so lange gespielt und ich hab mal gerade 2/3 oder so freigeschaltet. Irgendwann ist die Motivation weggeblieben. Und ja, warum mache ich hier so ein kleines Review? Ja, ganz einfach. Ich will ja auch das Spiel ein bisschen bewerten dazu. Jetzt gameplaymäßig. Es macht eigentlich ganz schön Fun. Für kurze Zeit. Für kurze Zeit macht es Fun. Es macht einfach diesen, keine Ahnung, dieses, wie bei Angry Birds, man will einfach weiterkommen. Bei anderen Spielen auch, bei Temple Run, man will einfach gucken, wie weit man kommt. Obwohl bei Temple Run geht es ja eigentlich nur um Score. Hier will man einfach nur gucken, wie weit man kommt, was ist als nächstes. Diese kleine Herausforderung zwischendurch. Ich habe jetzt bis jetzt nur Scheiße darüber erzählt, aber an sich ist das Spiel ganz witzig gemacht. Ich habe jetzt 1,50 € dafür ausgegeben. Normalerweise wird es für 5 € angeboten. Dafür würde ich es jetzt nicht kaufen. Wenn ihr es günstig kriegt, also 1,50 €, das ist ein angemessener Preis für das Spiel. Und sonst finde ich jetzt ziemlicher Bullshit dafür. Also für 5 €, das will ich dafür nicht ausgeben. Da öffnet man lieber mal ein Case bei Counter-Strike für das Geld. Da kriegt man ja noch eine geile Knarre dabei raus. Und wenn nicht, dann hat man wenigstens mehr Spaß dran gehabt, als im Spiel hier nach einer halben Stunde. Nach einer halben Stunde wird es unglaublich eintönig. Immer dasselbe, auch wenn sich die, ja, die Aufgabe ein bisschen verändert. Es ist trotzdem nur noch dasselbe. Für ein Handheld-Game war es mir jetzt auch ein bisschen zu crappy, also PSP, was für. Das ist ein iPhone-Spiel meiner Meinung nach, Android, iPhone, was auch immer. Es ist aber kein Spiel, was ich jetzt wirklich auf dem Computer weiterempfehlen würde. Wenn man davon eine Version fürs Smartphone kriegt, ja geil, zwischendurch ein paar Zombies die Birne weghammern, ist immer witzig. Aber, nee, ich würde es auf jeden Fall, tja, wie schon gesagt, nur für ein iPhone oder sowas nehmen. Aber weiterempfehlen, für einen PC kann ich es echt nicht. Ja, und das war jetzt schon mal ein kurzes Review. Kurz war es jetzt nicht, ich bin jetzt schon irgendwie bei 7 Minuten 50, keine Ahnung, oder sowas. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen kleinen Daumen da. Ja, und wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, ich versuche es auch besser zu machen. Das hier ist jetzt einfach nur das, was ich ein bisschen aus Frustration dafür, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Und weil ich keinen Test davon machen wollte, rausgehauen habe. Ja. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, und wenn nicht, dann ja, bleibt bei Let's Plays, und wenn es euch auch gefallen hat, sagt doch mal was dazu. Okay, dann sage ich ciao, tschüss und auf Wiedersehen, und es ist verdammt schwer hier, ohne Skript einfach mal drauf loszulabern und einfach mal. Okay, das ist wie bei den Let's Plays, aber diesmal spiele ich das Spiel nicht gleichzeitig dabei. Das ist noch schwer. Okay, bis dann. Ciao, haut rein. Ciao.